Okay, also dies hier ist eine Edwardsche Fallmaschine. Daran kann man mit Hilfe von verschiedenen Massestücken die Fallbeschleunigung G sowie verschiedene Beschleunigungen A berechnen. Zur Berechnung von G wollen wir als Formel verwenden die Formel m1 plus m2 plus mb geteilt durch mb mal 2s durch t Quadrat. Das heißt, wir wollen die Fallbeschleunigung berechnen, mit der Zu dieses 120, System aus beiden aus den vielen Massestücken nach unten gezogen wird. Und anschließend die Beschleunigung, die spezifisch auf diesen Teil wirkt. Dazu haben wir hier zwei Massestücken, die gleich schwer sind. Das heißt, hätten wir nur die beiden hier dran, würde sich das im Gleichgewicht befinden. Wir haben hier außerdem noch einen kleinen Reibungsausgleich. Das heißt, ohne dieses Massestück würden sich auch die beiden mit dem und dem im Gleichgewicht befinden. Das kann ich ja auch kurz zeigen noch. So, obwohl an dieser Seite jetzt mehr Gewicht hängt, befinden sich beide im Gleichgewicht. Das heißt, hängt man nun hier Masse ran, wird die Reibung, die hier oben auftritt, vernachlässigt und das fällt runter wie normal schnell. Gut, das heißt, wir wollen dann als nächstes für diese Formel, ihr erinnert euch ja noch, brauchen wir zweimal m1 und m2. m1 ist dies und m2 ist das, das ist beides gleich groß. Die Beschleunigungsmasse haben wir hier. Die hängen wir also an. Dann müssen wir S und T noch bestimmen. S erhalten wir daraus, indem wir hier oben zuerst messen, auf welcher Höhe das Gewicht hier oben hängt. Das sind 4 cm und dann auf welcher Höhe es hier unten zum Stillstand kommt. Das sind etwa 28 cm. Das heißt, wir haben ein S von 24 cm. Und für T nehmen wir einfach eine Stoppuhr und schauen, wie lange das braucht. Und haben jetzt ein T von 1,5 Sekunden bestimmt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man zur Bestimmung von G braucht. Um A zu bestimmen, muss man die Formel ein bisschen umstellen, aber das kriegt eigentlich jeder hin.